Hallo und herzlich willkommen zurück. Und ich bin auch wieder da nach 3 Monaten. Wobei ich sagen muss, ich bin natürlich länger wieder da. Aber im Urlaub war Joscha ja der Meinung, ich nehme ohne Jenny einfach 40 Folgen auf und lass sie 35, dann... hallo. Toll. Also ich bin wieder da. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was so passiert ist. Und ich glaube, Joscha auch nicht. Nee, denn heute ist der... 30. Ja, September, das ist viel wichtiger. Und die letzte Folge habe ich irgendwann Mitte, Ende Juli aufgenommen, weil ich wie im Rausch einfach dieses Japan runtergespielt habe, als es so Bock gemacht hat. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass ich gar keinen Plan mehr habe, was hier eigentlich abgeht. Auf den letzten Metern unserer Kampagne, wir schreiben den 24. November 1791 im Jahre des Herrn, kann man das sagen bei Japanern? Ich weiß es nicht. Na, ich würde eher sagen nein, aber... Aber im Namen von was? Des Kaisers und wir ignorieren, dass unser Telefon klingelt. Ja, die rufen später wieder an. Das lenkt ein bisschen ab. So, wir drehen einfach mal stark und gucken, was passiert, ob das Spiel explodiert. Denn nicht nur sind 2 Monate vergangen, sondern auch ein neuer Patch. Dharma ist erschienen. Das sehe ich zum Beispiel, dass das schon mal neu ist, diese Richtlinien hier, von denen wir kaum mich erlassen haben. Das heißt, was wir hier jetzt gerade machen, werden erstmal rausfinden, ob das Spiel explodiert. Weil wir spielen jetzt natürlich auf einen Speicherstand, der nicht mehr ganz kompatibel ist mit dem aktuellen Patch. Sieht auf den ersten Blick aber eigentlich okay aus. Mann, Joscha, ich sehe überall Piraten. Was hast du denn da gemacht? Harr. Du solltest aufpassen auf unsere Nation. Also auch hier, wo eigentlich die Landkarte geändert wurde, sieht auch alles okay aus. Nun denn. Ja, ich würde sagen, one last hooray, oder? Ja. Und dann lassen wir auch noch mal kurz Revue passieren in der Zeitleiste, was so passiert ist in dieser Session. Wie du siehst, Japan ist einigermaßen geeint. Die Armee ist aufmarschiert, was mich zu der Vermutung hinreißen lässt, dass wir einen Krieg führen wollten. Mhm. Wahrscheinlich gegen The Kaiser persönlich, das chinesische Reich. Das schaffen wir aber doch nicht in 25 Jahren. Was? Einen Krieg anzufangen? Nee, den Ming zu besiegen. Bitte, wer herrscht in Beijing? Ich. Ist es ein Japaner? Ja. Es ist ein Japaner. Genau, wir haben schon mal einen Krieg gegen die Ming geführt. Der große Vorteil ist, also gibt es ja diese Mandatsmechanik um das chinesische Reich. Mandat kriegen sie, wenn sie zum Beispiel tributpflichtige Nationen um sich herum haben. Sie verlieren Mandat, wenn sie Nationen haben, die kein Tribut zahlen, wie Japan. Japan. Und ihr Mandat ist negativ, was dazu führt, wenn du unter 50 Mandat, erhöht das die Unruhe, Reduktion Fernkampfschaden und Nahkampfschaden um 50%. Das heißt, deine Armee kämpft scheiße, sehr scheiße. Und du hast Unruhe. Jetzt sehen wir ja schon, dass die Rebellen hier rüberkommen. Das heißt, wir haben es mit einer Schrottarmee. Und du hast Korea eingenommen. Zu tun, ja, in Teilen auf jeden Fall, ja. Da könnte man natürlich auch nochmal gegen die Euraten attackieren, wobei die Euraten sind verbündet mit Osmanen und Delhi. Deshalb eher nein. Schauen wir mal, aber ich glaube, wo ich ansetzen würde, ist hier auf jeden Fall noch einen guten Schwung rausnehmen aus dem Ming'schen Imperium und hier noch einen Schwung aus den Vasallen der Ming. Gucken wir uns den Rest danach auch nochmal gemütlich an. Ach, mein schönes Japan. Ja, was wir brauchen, um Krieg zu führen, sind natürlich ein paar gescheite generell. Wir können einmal die neue Richtlinienmechanik angucken. Da könnte man sich das da früher anders aus noch. Dann können wir erstmal gucken und sehen tatsächlich, dass wir nicht so viel haben. Wir können aber natürlich Kampfstärke Artillerie mitnehmen. Ich habe ehrlich gesagt, die Richtlinien ergeben sich aus den Ideengruppen. Ja. Die du auffüllst und ganz unterschiedliche Richtlinien danach, siehst du ja immer, wovon die quasi abhängig sind, von welchen Ideengruppen. Da habe ich nicht so drauf hingespielt. Im Multiplayer müsste man das ganz anders machen. Da musst du ja wirklich alles rausholen, was geht. Meine Augen brennen. Für unsere Zwecke reicht es, weil den Kampfstärke Artillerie ist nicht zu verachten. Disziplin haben wir auch schon mitgenommen. Aber da gäbe es auch noch Moralboni etc. Zahlt man dann aber mit Machtpunkten. Wir brauchen einen Anführer. Wir haben 2 von 4. Achso, wir haben einen Admiral, nämlich einen. Ich überlege mal, wo ist denn unser Hauptturm? Wir haben 80.000. Hier sind 40.000. Die Leute, die jeden zweiten Tag eine Folge gucken und denken sich, Mann, was labert der denn wie in dieser Folge? Alter, ich habe auch keinen Plan, was abgeht, Leute. Wir haben hier. Okay, hier sind 160.000 und
Hier sind, okay, das heißt, ich glaube, der Plan wäre wahrscheinlich ganz sinnig zu sagen, okay, lass uns doch diese von beiden Seiten mit je 160.000 Mann anrücken. Wir verlagern mal die Truppen, also einen großen Krieg auf jeden Fall noch können wir führen. Wir können vor allem auch noch eine Armee, habe ich die als Vorlage gespeichert. Ich hatte doch vor, hätte ich jetzt nicht den Job gewechselt, zu den Olympischen Spielen nach Tokio zu gehen, 2020. Mhm. Ich habe gestern tatsächlich eine Mail deswegen gekriegt. Mhm. Aber jetzt kann ich ja nicht, weil ich ja den neuen Job angefangen habe. Ja, hättest du noch nicht. Ne? Boah, wenn man viele starten, kann es sein, dass sie die vorher noch nicht hatten? Also vieles wird jetzt auch so suboptimal sein, weil einfach dieser Patch natürlich auch dazwischen gekommen ist. Starten halt wahnsinnig viel Lampung. Wo ist denn Lampung? Nicaragua? Okay, das was kriegen wir hin, wo Nicaragua liegt. Na was? Das ist ja ganz schön schlimm. Was hast du denn da gemacht? Wir haben so eine kleine Kolonie. Wieso hast du mir die Galapagos da unten nicht geholt? Ja, die waren irgendwie nicht... Das ist unser Verbündeter. Genau, vielleicht ganz kurz auch mir nochmal unsere Bündnissituation vor Augen zu führen. Das japanische Kaiserreich ist in einer Allianz mit Mutter Russland und dem spanischen kolonialen Imperium. Gemeinsam haben wir die Ming bezwungen und auch die Franzosen bezwungen. Oh Gott, diese ollen Baguette-Risser. Event, meine Rede. Mehr Perlen, sehr gut. Ja, also wie gesagt, das wird jetzt, kann sein, dass das Ende hier ein bisschen chaotisch, nicht chaotisch wird, aber nicht ganz so durchdacht, wie ihr das hier natürlich gewöhnt seid. Ich erinnere mich, dass in diesem Let's Play, dieser Session insgesamt, Japan ja einiges schief lief. Was? Zum Thema Chaos. Schief? Nein. Du irrst gewaltig. Naja, wenn ich das spiele, dann schalten die Leute nach 5 Minuten ab. Weil... Weiß ich nicht, oder sie sind sehr masochistisch, Wandel. Ne? Ja, oder sie flamen mich. Mhm. Aber du wurdest ja auch vermisst. Ja, das ist schön, ich habe euch auch vermisst. Ich bin leider heute wieder mal ein bisschen heiser. Na, wir waren gestern nämlich auf der E. Oh ja, erzähl mal. GX. EDX, Berlin, das erste Mal. Sie ist sonst in London, oder? Ja, in London auf jeden Fall. London und noch irgendwo anders. Also es gibt mehrere. Es ist eine Spielemesse. Also wirklich für die Gamer, nicht für das Fachpublikum wie sonst immer. Mhm. Ja, und man konnte schön in 3 Hallen. Es gab eine richtig geile Coaching-Area. Oh ja, ein Freund von uns hat sich bei Hearthstone coachen lassen. Von einem Hearthstone... Pro-Gamer von den bekanntesten deutschen. Mega geil. Hearthstone-Spieler. Was dann, glaube ich, auch im Stream lief oder so. Super geil, die Idee alleine. Es war so riesig, so eine ganze Halle. Und da konntest du halt was ich, Fortnite und Hearthstone und CSGO war da. Und noch irgendwas, warte mal. Rocket League. Mhm. Genau. Und dann konnte man sich da hinsetzen und konnte sich von einem Pro-Gamer coachen lassen. Das ist ziemlich cool. Das fand ich super cool. Und ansonsten gab es natürlich eine riesige Indie-Ecke, wo ich gearbeitet habe, weil ich ja bin ja jetzt beim Medienboard und Förderreferentin und ich habe natürlich alle Spiele und Teams besucht, die von uns gefördert wurden. Habe ich ein bisschen mit den Leuten unterhalten, die ich nicht kannte, da habe ich mich vorgestellt. Dann habe ich das neue Assassin's Creed ausprobiert. Ich war so einen halben Tag. Nur Metro habe ich nicht gemacht. Jenny hat sich da den ganzen Tag um die Ohren geschlagen, ne? Ja. Geil. Deswegen bin ich auch heiser. Wie war das? Das neue Assassin? Hat Spaß gemacht. Das ist halt so wie Origins eigentlich so cool. Von dem... Okay. Da kannst du gleich mal mehr zu erzählen. So, unsere Truppen sind auf jeden Fall aufmarschiert. Wir haben unsere Armee bereit. 160.000 an der Süd- und an der Nordgrenze. Mhm. Die Ming werden keinen nennenswerten Widerstand leisten können. Ming. Die sind sowieso im Krieg mit für Transoxianien reicht's noch, aber ich glaube gegen unsere Armee wird. Sie sind viele, aber es ist ein Herr von Bauern. Ja, guck mal, wie groß das Land ist. Wer weiß, wie lange das braucht, bis das Heer von einer Stadt sondern. Ja, das werden wir gleich rausfinden. Sollen wir Mutter Russland mit reinnehmen? Eigentlich brauchen wir sie nicht. Nö, wieso? Wir kriegen das alleine hin. Machen sie platt. Das ist denn unser Kriegsziel? Ich nehme immer gerne eine Festung hier. Ich bin nicht so gerne auf Datong. Nein, hier Badong. Was auch immer. Los geht's. Baoding heißt es. Baoding. Nein, man kann Chinesisch nicht nachmachen, wenn man nicht weiß, wie es ausgesprochen wird.
gar nicht racist, ja. Deswegen mache ich das ja. Und ich habe es versucht. Das war ein ernsthafter Versuch. Ich glaube, wow. Manchmal, ich überlege, aber machen wir uns überhaupt die Mühe, diese paar Felsen zu holen, zu schleifen. Ganz schön viele. Ja, machen wir, glaube ich. Konzentriere erstmal die Armee dahinter. Um Beijing herum. Die Idee ist, dass wir gegen den Ming-Krieg führen, die ja ganz viele Tributstaaten haben. Und wir wollen aber auch Hesevi noch angreifen, weil die haben halt den Land, ne? Und wir wollen Land. Land finden wir gut. Wir haben das ganz schön ausgebreitet. Aber du hast schön brav gemacht. Also so inselreich sind wir wirklich geworden. Die Pegu ist auch noch unser Vasall. Ich weiß nicht, ob die nochmal an unserer Seite... ob wir die noch annektiert kriegen. Ah, shit, das hätte ich mal gerade machen können, bevor ich anfange. Aber wir haben sie eh noch nicht so auf. Ah, doch, wir würden sie da hochkriegen. Auf den Wert, dass wir sie annektieren könnten. Mhm. Ich weiß nicht, ob das zeitlich überhaupt hinhauen würde noch, weil die relativ stark sind. Also die können wir noch dazu rechnen. Aber ich würde hier gerne noch einen Schwung Land mitnehmen. Und da ich jetzt den Ming den Krieg erklärt habe, kann ich denen den Krieg erklären. Einzeln quasi. Ja. Musst du noch den Monat warten. Augen drehen, was denn da los hier? Ich weiß nicht, ob du nah genug am Mikro bist. Ja, ich saß eben vorne, aber ich wollte mir die Nase putzen. Okay, cool. Ja, Jenny kränkelt hier so ein bisschen rum, ne? Ein bisschen ist gut, einmal kaum, jetzt richtig kaum wird's Oktober. Bisschen beschissen, ey. Ich habe jetzt meinen ersten richtigen Monat bei deinem neuen Arbeitgeber. Was, wenn ich krank wäre, ist auch blöd, dann für Köln. Blöd, ja. Also dann hänge ich da rum wie so ein Wasch. Wir sind demnächst in Köln, in zwei Wochen. Guck mal, da marschiert Pegu, die haben natürlich einen viel besseren Genau, als alle unsere zusammen. So, dann brechen wir jetzt hier erstmal überall hinein. Wir nehmen das auch eher so als. Wir nehmen das so mit. Moment, wenn ich hier 120.000 habe, fehlen nicht irgendwo noch. Kannst du keine Karte dir anzeigen lassen, um deine Armeen nur zu sehen? Nee, war so, jetzt müssen wir noch mehr Soldaten haben. Ah, nee, Quatsch, nee, dann müssen wir bei 320.000. Nee, passt schon, das sind nur 120.000. Ne? Na, schau, ich komme jetzt weiter. Pirates! Na, ist auch nochmal Schiffe. Wir sollten uns mal kurz die Flotte zusammenführen. Das Einzige, wo wir wirklich noch gelitten hatten. Können wir auf die Zahlen gucken. Die Ming, ja. Gut, sie haben deutlich mehr Truppen, ne? Sie haben fast 350.000 oder so. Schon nicht ohne. Ja, wir das jetzt ganz entspannt. Mal ein bisschen die Landesgrenzen ausdehnen. Verschieben, optimieren. Aber auch nicht mehr bis zum bitteren Ende hier. Oh, das war schon eine Festung. Wie Papier. Können wir nämlich hier gleich weiter marschieren. Jetzt nicht einfach über sie hinwegfegen. Wir bringen nachher einem Freund von uns PUBG bei. Das wird großartig. Er hat das noch nie gespielt und es wird so super. Das wird dann Außerdem haben wir noch nie mit ihm überhaupt irgendwas gezockt. Ja. Obwohl er auch ein Game Designer aus der Branche ist. Ja, wie er im Google steht. Ein Level Designer. Oh, ich kann euch noch was Cooles erzählen, ist mir eingefallen. Wir haben uns ja so lange nicht gehört. Ich war zu der Eröffnung des Studios, des Ubisoft Studios in Berlin. Mhm. Und hab ganz viel über wie sie Far Cry machen und gemacht haben gelernt. Die haben so eine kleine Ausstellung dann gemacht für die geladenen Gäste. Und dann einmal alle Stationen abgegangen quasi, ne? Von der ersten Idee über der Recherche, also die erste Station ist immer natürlich, ne, Idee und dann recherchieren, was ist denn gerade in, wie machen das andere Spieler. Und das Beispiel war eine Mission, wo man einen Hund retten musste. Ja. Und dann, was für Hunde kamen dann bisher vor, was kommt gut an, was ist gerade in, welche Hunderassen und so weiter. Und dann kommen die Concept Arts, die dann halt die Szenerie entwerfen und gleichzeitig parallel entwerfen die erst, also die Leute den Hund. Der wird dann aber von einem anderen Team später animiert und dann wird das alles programmiert. Das ist ja eigentlich auch klar, aber sie haben halt das wirklich explizit ein bisschen erklärt, wie das läuft. Und was ich total geil fand, sie haben drei Colorblind-Modis gezeigt, die es in ihren Spielen gibt, weil es ja drei Arten von Farbenblindheit gibt. Drei Typen, sagen wir mal. Und was ich total geil fand, sie haben dann halt das Original gezeigt und dann immer dazu eingeblendet, so sieht das aus, die Szene, und so sieht es jemand, der eine Rot-Grün-Schwäche hat, oder so sieht es jemand, der keinen Braun sehen kann. Ja, und wann siehst du das sonst selber, Mann? Das ist so cool und es sah so abgefahren zum Teil aus. Ja,
Und dann dachte ich, krass, die können das ja natürlich, die können es ja auch nicht so. Die sehen ja keine grünen Bäume. Ja. Also alles, was grün ist, ist ja dann ganz oft so rosa. Die mutigen Tausend. Oh Mann. Auf dem Weg Nanjing zu retten. Und Jiangsu, die Hauptstadt, 33 Tage hat sie durchgehalten. Ich glaube nicht, dass die mutig sind. Die Armen werden dazu gezwungen. Der Mut der Verzweiflung. Pauschal nennt sie das, finde ich. Wieso magst du es nicht? Pauschal? Ja, Leute tauschen untereinander. Widert meinen Kapitalisten an. Gehören an. Ich hab das bestimmt vermisst. ja, also die Ming sind tatsächlich auch eher ein Spaziergang. Sie haben dann auch fast keine Festungen. Was meinst du, wie viele Folgen werden das jetzt noch, diese Session? Ja, wir können jetzt 2, 3 noch stehen, denke ich. Mhm. Da sind ganz viele Totenköpfe. Bei den Armeen. Ja, weil die ja zu viele sind für das Land, in dem sie stehen. Ah, okay. Das könnte das nächste Projekt tatsächlich werden, was EU4 bezogen ist. Dass wir wirklich dann unser Tutorial-Let's Play machen. Oh ja. Einfach auch in Vorbereitung auf auch Nanjing zerlegt. Nanjing ist ja echt so mit die Horror-Story überhaupt, wenn man über den Zweiten Weltkrieg oder den Pazifikkrieg nachdenkt. Du bist einfach im Thema gesprungen. Ja, aber um den Gedanken zu entzwingen, übler geht's glaube ich gar nicht. Also die japanischen Verbrechen in Nanjing, ich glaube, ne, wo irgendwie bis zu 200.000-300.000 Tote in dem Massaker. Ja. Tatsächlich aber finde ich das super interessant. Ich habe neulich mir so ein bisschen was dazu angelesen, auch zum und angesehen. Ja. Zum japanisch-chinesischen Krieg quasi. Mhm. Im Zweiten Weltkrieg, der ja auch deutlich vorher schon angefangen hat. Ne? Also ja. Das Zweite Weltkrieg, aber 39 geht's los. Das kann ich, die japanische Invasion und Expansion beginnt ja schon früh in den 30er Jahren. Ja. Und ewig lang ja in China. Also erst Korea wurde ja besetzt, ne, von den Japanern. Dann die Mandschurei. Und dann im Zweiten, glaube ich, im Prinzip komplett China attackiert. Ich finde diese Kette eh spannend, wie das dann, da haben wir schon mal drüber gesprochen, wie auch Korea, warum Korea überhaupt geteilt ist und wieso der Einfluss so entstand und dass die halt so unterschiedlich sind von den, sagen wir mal, von der politischen Struktur. Das ist ja eigentlich indirekt die Schuld von Russland und Amerika, weil sie sich da Influencer, ich will so ein Deutsch Influencer, Einfluss, ja. Ich auf Deutsch angefangen, wollte ich auf Englisch weitermachen. Klar. Ich finde es gibt ja auch, es gibt so viele, sagen wir jetzt mal, Kriege oder auch kleine Gebiete, die so eine schlimme Geschichte eigentlich haben. Was man dann auch, wie Tibet zum Beispiel, ist ja auch total tragisch und traurig eigentlich, was da überhaupt abgegangen ist in Tibet. Und wie schlimm das heute ist und wie man da auch als Tourist eigentlich ja kein Tibet mehr erlebt, weil man die ganze Zeit einen chinesischen Führer hat und auch mit den Einheimischen nicht reden darf und so. Also das ist richtig krass eigentlich. Unser Blick ist ja auch total romantisiert. Eurozentrisch halt. Also sowas spielt ja kaum eine Rolle für uns. Wenn du, Kaschmir-Konflikt. Was wissen wir über die Konflikte zwischen Indien und Pakistan? Was wissen wir über den Konflikt um Taiwan? Ja. Über Korea, Tibet. Ja. You name it. Das ist schon krass, man vergisst immer, wenn man immer sagt, ja okay, der Zweite Weltkrieg und das was was mit den, also nicht nur Juden, sondern sagen wir mal mit den Minderheiten passiert im Zweiten Weltkrieg, aus unserer Sicht ist mega schrecklich, aber man vergisst immer, dass es nicht das einzige Beispiel auf der Welt ist, dass es genauso grässliche Taten auch woanders gab. Das mit dem Wort genauso muss man immer vorsichtig sein. Ja, okay, es gibt keine Skala für sowas. Es gibt woanders auch sehr, sehr schreckliche Taten. Ja, klar. Und auch Massenmord und Völkermord und so weiter, wollte ich damit nur sagen. Darauf wollte ich auch hinaus, als ich dieses Nanjing-Beispiel brachte. Das, was die Japaner da angerichtet haben, ist unvergleichlich. Ja. Ja, genau. Genauso ist es, was die Juden, was den Juden angetan wurde, unvergleichlich. Und so weiter. Ja, genau, das ist der Punkt, das ist eigentlich. Man darf, ab einem gewissen Punkt darfst du einfach nicht mehr vergleichen. Ich glaube, darauf können wir uns wahrscheinlich einfach annehmen.
um mal wieder zu etwas leichteren Tönen zurückzufinden. Siehst du, du wolltest irgendwas mit. Wenn wir jetzt irgendwie bei Massenmord und Holocaust angekommen. Ja, toll, ey. Und nebenbei führen wir hier Krieg und verlieren eine nicht unbedeutende Schlacht. Ja. Nicht gut, was ich hier gerade mache. Ja, weil du wieder erzählst und ich guck's, was du machst. Ja. Back in the game, ganz kurz. Was wollte ich denn sagen? Und du wolltest irgendwas von einem Tutorial erzählen und dann bist du komplett Du hast dazu zwei Wörter gesagt. Nanjing gesehen und hab mich quasi daran erinnert, dass ich diese Doku gesehen hatte. Ah ja, Nanjing, da hab ich doch mal was zu gesehen. Ja, aber wenn du auch nebenbei noch spielst, das ist auch echt Aufmerksamkeitskiller. Was sagt die Uhrzeit? 20 Minuten und 50 Sekunden. Okay. Ah, die Ming'schen Armeen sind echt überall hier. Die Ming'schen. Die müssen wir noch ein bisschen eindämmen. Es gibt ja auch in so einem fetten Land. Ja, wie gesagt, ein Heer der Bauern unterdrückten. Aber unsere stolzen Samurai kommen. Um zu nehmen, was ihnen. Wir sind doch eigentlich auch ein. Also zumindest damals war es doch auch eigentlich ein Land. Der Landwirtschaft. Wann? Japan. Aber, also. Welche Zeit meinst du jetzt? Die Zeit hier? Japan bleibt und ist doch bis heute ein Land, wo. Ist mein General? Wo es im Endeffekt immer noch viel Landwirtschaft gibt. Also in Landwirtschaft. Jetzt mixt du aber wild, oder? Heutzutage, nee, Japan ist wohl das Gegenteil von einem Agrarstaat. Ja, weil sie kann, ja, weil sie nur Reis anbauen. Ja, wo denn da auch vor allem? Na, überall wird Reis gebaut. Also, nein, aber wo willst du da noch was anderes anbauen? Richtig, richtig. Aber es ist ja trotzdem, ich meine ja nur, wenn man durchs Land fährt und ich bin ja quasi durch die eine Hälfte komplett gefahren, man sieht nur Feld. Also das ist wie ein bisschen wie in Deutschland, wenn du zwischen den großen Städten fährst. Nur, dass bei uns halt Vieh und Getreide und was weiß ich da so steht und bei denen halt wirklich nur Reis. Und da steht Reis. Ja, du weißt, wie ich das meine. Ja, ja, ich weiß. Deswegen sage ich schon, dass Japan, also von der Fläche her, Industrie natürlich hat und sonst aber nur Land, also nur Landwirtschaft, nur nicht in unserem europäischen Landwirtschaftssinne. Ja, aber die müssen ja gleich ohne Ende importieren. Ja, klar, da wächst auch vieles nicht, ne? Ja. So, was hier auch, hier wächst soweit auch nichts mehr, in Jiangsu. Soweit ich weiß, importieren die ja sogar Reis, weil sie einfach einen größeren Verbrauch haben, als sie anbauen können auf ihrem. Ich habe neulich die sehr lustige Geschichte gelesen, dass Island Eis importiert. Ja, ich habe auch schon mal so eine Doku über Eisverkäufer. Also tschüss, japanische Flotte. Was hast du getan? Unaufmerksamkeit, weil wir hier uns verquatscht haben. Aber das, to be fair, mache ich jetzt so. Also ich glaube, wir haben gerade irgendwie 50 Schiffe oder so verloren. Ist die Flotte hier? Ja, wir sind ja voll in die Ming-Flotte reingeraten. Und die war größer als unsere? Die war größer, ja. Aber es bleibt quasi. Wir bleiben uns treu. Ja, komm, wenn ich da drückt Joscha querbeet, ist der Meinung, er müsste nur quatschen. Ja, ja, genau. Jetzt. Nee, ich will aber. Ich wette, du hast ohne mich auch so Blödsinn gebaut. Ihr könnt es ja mal kommentieren. Hat Joscha ohne mich auch viel Blödsinn gebaut? Ja, schon eine Menge. Ich war einfach. Es zieht sich so ein bisschen das gesamte Let's Play vom Gefühl, dass ich einfach von Anfang bis Ende sehr unaufmerksam gespielt habe. Aber ganz ehrlich, wenn ich in so Situationen, wo wir jetzt auch so ein bisschen einfach ins Plaudern geraten, mal ein bisschen schnacken, das ist aber auch dann auch irgendwann. Auch vor allem, wenn du dann nebenbei. Ey, come on, bei so vielen Folgen. Also es sind ja nicht, dass es sind fünf Folgen, sondern es sind halt gefühlt eher 50 Folgen. Wir sind jetzt in Nummer 67. Ich wollte mal gucken, was eigentlich das längste Let's Play bisher war, ob wir das noch toppen können. Hey, hat das längste Let's Play nicht an die 100? 983 oder so? Nee. Unser längstes, also sehr, sehr lang. Ich glaube, es gibt zwei. Unser Kingdom Come Deliverance Let's Play war sehr, sehr lang. Ja. Aber ich glaube, das hat die 70 auch nicht geknackt. Und es gibt aber ein EU4-Let's Play, glaube ich. Das hat 82. Das was die 70er-Marke geknackt, aber nicht die 80. Ich gucke nach. Also am Ende hat sich es immer so um die 60, 70 eingependelt. Tja. So. Two into Indie. Ja, das Playlists. Japan sind 66 gerade drin, ne? Gucken wir mal drauf. Ja, machen wir unsere Top 3. Das können wir hier. Persien hatte 77. Wow, okay.
krass. Siehst du fast, also ich dachte 82. Weil da verstehe ich zum Beispiel selber gar nicht, warum eigentlich das so lange. Ja, weil das braucht. So wahrscheinlich zwei, drei kürzere Fangen hat. Eigentlich darf man ja auch gar nicht nach den Folgen gehen, ja, aber sondern nach den Minuten, oder? 77 ist schon echt viel. Ja, aber die unterm Strich ist gleich nicht im Aussehen. Kingdom Come hat 70. Oh, okay, hat es doch noch geschafft in die 70er-Riege. Ich guck mal, ich guck noch weiter. Guck mal, USA hatte nur 36. Ja, aber das habe ich, glaube ich, vorhin auch schon mal erzählt, also in einem anderen Let's Play, in einer anderen Folge, dass es eben das einzige BO4-Let's Play, was ich, glaube ich, vorher abgebrochen habe, weil... Ja, will schon nur in die USA spielen. Sorry. Er ist mit am meisten... Ich weiß, aber... Ja, wer will das schon sehen, Leute? Warum? Sorry, ich nicht. Es sei denn, man spielt die Maya oder so. Das könnte noch kommen. 57 Granada. Und da zum Beispiel, das Granada war für mich einfach, weil das so ein aufreibendes Let's Play war, gefühlt 5000 Folgen ging, weil das so ein Nervenkrieg war. Okay, die meisten haben aber eher so um die 50. Also Jerusalem hat 49, Niederlande hat 51. Okay, bei Jerusalem kommt, glaube ich, dazu, dass wir, dass ich den Anfang geskippt habe quasi, weil der Anfang von Jerusalem sehr schwer ist. Da muss man erstmal 50 Jahre warten und nichts tun, bevor man quasi attackieren kann. Und da habe ich einfach Leerlauf gemacht und zugeschaut und das natürlich nicht im Let's Play verwendet. Byzanz hat 56, Shadow Tactics hatte 44, was ja auch viel ist für ein nicht-EU-Spiel. Ja, absolut. Also genau. Aragami hat auch fast 30, also das ist auch krass. Ich gehe jetzt weiter durch, sorry Leute, ich bin fast durch. Deponia hatte 39. Dann, das war's von den Großen. The Curious Expedition müssen wir nochmal spielen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das werdet ihr lieben. Ja. Da kanntet ihr Joscha und mich noch nicht. Das war unser erstes Let's Play, was wir jemals gemacht haben. Ihr könnt gerne zurückgehen. Die allererste Playlist. 7 Folgen nur. Aber das werden wir mal ein bisschen länger als eine Expedition. So, was wir jetzt machen, ist jetzt nämlich noch ein Frieden mit Hesevi. Und danach machen wir einen Haken hinter diese Folge, würde ich sagen. Ich würde hier mal so ein Bite auf jeden Fall noch nehmen. Und ich einen Haps. Mal geschmeidige 100% über den und ja, vielleicht übertreiben das mal nicht. Bon so. Für Bon. So macht das Sinn. Ja. Ist eine Gold. Extra Portion Japan mit drin. Eben. So, soll mir dann auch reichen. Vielen Dank. Genau, vielen Dank. Hier ist Savvy. Wupp. Ist eh schon so Japan-rot quasi hier. Ja, machen wir das Ganze auch zu Kernprovinzen. Ihr seht, ich nehme den Schluss, das ist nicht mehr ernst. Pass auf, dass du nicht über. Nee, da habe ich jetzt schon extra drauf geguckt, dass wir nicht überdehnen. Das habe ich mir sogar gemerkt. So viele Monate ist es her. 82%. Nachdem du so gefailt hast. Ja, nee. Ich spiele jetzt, ich gucke jetzt schon sehr bewusst, was sowas angeht, aber ich spiele gerade nicht mehr voll. Also, ich bin jetzt nicht mehr völlig fokussiert auf das, was hier eigentlich abgeht. Wir lassen es jetzt so ein bisschen auslaufen und wollten die Folge beenden, bevor du noch weitere 3 Minuten. Genau. Du hast es eben schon abmoderiert. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder, ihr Lieben. Genau, in der nächsten Folge machen wir den Krieg gegen die Ming fertig. Wir machen die Ming auch fertig. Und dann machen wir nochmal, vielleicht machen wir das sogar eine extra Folge, so einen kleinen Rückblick plus einen Ausblick auf das, was da kommen wird. Oh ja, tschüss.